Ich lade dich herzlich ein, mit mir zu meditieren, eine Achtsamkeitsmeditation, ganz simpel, aber doch effektiv, um bei dir anzukommen und in Ruhe zu kommen. Unser Geist ist manchmal wie ein Wasserglas. Die Wellen der Gedanken wirbeln sich auf und jeder äußere Impuls wirbelt neue Wellen auf. Und genau dann fühlst du dich gestresst und genau dann ist diese Meditation das Richtige, um die Wellen in deinem Wasserglas des Geistes zur Ruhe kommen zu lassen. Mein Name ist Dr. Ronne Steiner von ashtanga-yoga.info und ich hoffe, ich mache dir mit dieser Yogastunde, mit dieser Meditation eine kleine Freude. Und du kannst mir auch eine Freude machen, das ist ganz einfach, gib dem Video einen Thumbs up. Und wenn du häufiger mit mir in Kontakt sein willst, mehr Stunden von mir erleben willst, klicke auf Subscribe, ist der einfachste Weg. Vielen Dank an alle, die diesen Inhalt so gut finden, dass sie Teil der iCommunity sind, dass du mit mir live üben möchtest, dass du diese Inhalte unterstützen möchtest, dass du mit anderen Yogis, Yoginis zusammen diese Yoga-Methode, diesen Yoga-Weg gehen möchtest. Nur durch deine Unterstützung ist es möglich, dass diese Inhalte auch existieren. Und wenn du noch nicht Teil der iCommunity bist, klick auf den Link in der Beschreibung. Ich lade dich herzlich ein. Gib die Hände vom Herzen zusammen. Stell dich ganz auf diese Praxis ein. Atme ein. Und gemeinsam lausche, das ist ein Mantra aus der Shvetashvatara Upanishad. Kinkaranam Brahma Kutasmachata Jiva Machkena Quacha Sampratishtach Adishtidach Kena Suketareshu Vartamahe Brahma Vidofya Vastam. Ein Mantra, das die großen Fragen des Lebens aufstellt, für die wir in der Meditation keine Antwort finden, aber die Fragen sich auflösen. Bleib einfach aufrecht sitzen und lausche auf alles um dich herum. Welche Geräusche sind um dich? Bei mir rauscht gerade das Meer im Hintergrund, der Wind weht. Vielleicht hörst du dieses Rauschen auch. Vielleicht bist du auch mitten in der Stadt und du hörst die Geräusche von Verkehr, von Autos. Oder du sitzt im Wald und hörst vielleicht Vögel. Egal, was du wahrnimmst, lass all diese Sinnesreize in dich hinein, ohne sie abzuwehren, ohne sie aufzufangen, ohne sie zu bewerten. Und erweitere jetzt deine Wahrnehmung nicht nur aufs Geräusch, sondern auch aufs Gefühl. Spür, wie die Luft auf deiner Haut sich anfühlt.
weht der Wind. Oder ist der Wind still? Ist deine Haut bedeckt mit Kleidung oder unbedeckt? Spür genau. Welche Sinnesreize deine Körperoberfläche für dich bereithält. Geh dann eine Tasche weiter. Spür die Luft, die durch deine Nasenlöcher strömt, ohne dass du deinen Atem dabei beeinflusst. Der Atem fließt, wie du ihn kennst oder wie er üblicherweise fließt, passiv. Aber du spürst, wie die Luft durch die Nasenlöcher ein bisschen kühler wird bei der Einatmung, ein bisschen wärmer bei der Ausatmung. Geh dann noch eine Tasche tiefer, spür alles, was du im Inneren deines Körpers spüren kannst. Vielleicht die Lunge, wie sie sich bewegt innerhalb deines Brustraumes. Ohne dass du dabei tiefer atmest. Vielleicht spürst du deinen Herzschlag. Vielleicht spürst du die Bauchorgane, die verdauen. Nimm wahr, welche Empfindungen direkt aus deinem Körperinneren zu dir kommen. Erlebe dann, welche Gedanken und Gefühle in deinem Gehirn vorhanden sind. Und zwar ohne sie zu denken oder zu fühlen, sondern einfach nur durch Wahrnehmen. Also kommen die Gedanken in dein Gehirn. Dein Gehirn wird denken, wird fühlen. Es geht gar nicht anders. Aber du kannst dein Gehirn dabei beobachten, wie es denkt, wie es fühlt.
und darauf achten, dass die Gedanken, Gefühle, die entstehen, nicht bleiben, sondern wandeln sich, weiterziehen. Und dann komm langsam wieder zurück aus dem Inneren. Nimm deine inneren Organe wahr, den Atem wahr, die Körperoberfläche wahr und die Geräusche, die dich umrunden, umgeben. Und beende so mit mir deine Yoga-Praxis, indem du die Hände vom Herzen zusammengibst, atme ein. Und gemeinsam Yo Deva Gnau Yo Apsu Yo Vishu Vambuvanam Avishesha Ya Oshadishu Yo Vanaspatishu Tasmai Devaya Namo Namah Wieder ein Mantra aus der Shvetashvatara Upanishad, zweites Kapitel, das uns erinnert, dass in uns und um uns alles heilig ist, alles durchdrungen ist von was Göttlichem, von was Heiligem. Vielen Dank fürs Mitmeditieren. Ich hatte große Freude, diese Meditation mit dir zu teilen. Ich hoffe, du auch. Schick mir noch einen Kommentar, was du erlebt hast und was du gerne von mir lernen möchtest. Und wenn du hier mit mir mitmeditiert hast, denk an die Einladung in die iCommunity. Garantiert wirst du dich dort wohlfühlen und viele inspirierende Momente erleben. Namaste und einen wunderschönen Tag.